Heute im Weekly Report. Bernhard Starkbaum, Patrick Kittinger, Fabio Adner und Marc-André Dorion stellen sich der CAPS Challenge. Einen schönen Montagabend und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Zu Beginn lassen wir wie gewohnt die abgelaufene Woche Revue passieren. Einem 4:2 Auswärtssieg gegen Dornbirn folgte eine knappe 2:3 Overtime-Niederlage in Salzburg. Im gestrigen Duell gegen den VSV können die CAPS mit dem 4:2 Erfolg dann die Playoff-Teilnahme fixieren. Gegen die Bulldogs gerät Wien zunächst in Rückstand, bevor Kyle Bond den Ausgleich erzielt. Dario Winkler stellt im ersten Drittel die 2:1 Führung sicher. Im Mittelabschnitt erhöht Sondre Olden auf 3:1. Und in der letzten Minute trifft Ali Vukovic per Empty-Net-Treffer zum 4:2 Sieg. In Salzburg kommt es zum erwartet harten Kampf um die Tabellenführung. Nach Treffern von Tailoni und Ali Vukovic geht es mit einer 2:1 Führung ins Schlussdrittel. Die Eisbullen retten sich aber in die Overtime und machen dort das entscheidende Tor. Gestern können die CAPS dank Sondre Olden und Riley Holzapfel über eine frühe Führung jubeln. Mike Zalewski setzt im Mitteldrittel nach, bevor Niki Hartl im Schlussabschnitt zum 4:2 trifft. Wien ist damit bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Auf die Tabelle haben sich die vergangenen Spiele wie folgt ausgewirkt. Die Capitals bleiben Salzburg bis auf 2 Punkte dicht auf den Fersen. Dahinter spitzt sich der Kampf um einen Platz unter den Top 5 zu. Und das tut sich in dieser Woche. Am Freitag sind die CAPS in Graz zu Gast und 2 Tage später kommt der HCB Südtirol nach Wien. Unsere Cracks haben oft viele versteckte Talente. Ob Singen auch dazugehört, seht ihr jetzt. Unsere Form, wieder Wahnsinn. Herzstoff, wunderschön, endlich in die Halle gehen. Bodycheck, Donnerstoff, jetzt noch mal alle Block. Unsere Mannschaft, unser Stolz, ja, wir sind vom gleichen Holz. Einmal nur den Sieg holen. Das sind unsere Form, unser Team. Die schwarz-gelben Fighter aus Wien. Weiter? Perfekt. I'm from Austria, Reinhard Fendrich. So wird ein Wasser teuerwärts Wind und wieder stehe ich uns so hell. Fast wie die Tränen vom Ampis. Da mein Blut auf einmal schnell. So wie am Mensch da wird wohl stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz Allah. I am from Austria. Yes. Rocken Amadeus, Pfeiffer. Amadeus. Amadeus. Oh, Skifahren, Austria 3. In Stubertal oder noch Zoll am See. Was tut auf den Bergen, am's immer am leibenden Schnee. Skifahren. Oh, Skifahren. Thanks for the help, boys. Okay, Challenge bestanden. Super. Von den Cameron Cracks kommen wir jetzt zu den Silver Caps. Die Vienna Capital Silver müssen gegen Feldkirch eine 4:8 Heimniederlage einstecken. Und so geht es diese Woche für den Nachwuchs weiter. Am Samstag spielen die Vienna Capital Silver daheim gegen die Rittner Burm. Die U18 trifft am selben Tag auf UTE Budapest und die U16 empfängt Innsbruck. Am Sonntag brauchen die CAPS wieder eure Unterstützung in der Halle, also gleich Tickets sichern. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin eine schöne Woche.